Ich möchte Sie bitten, die Augen zu schließen und mir drei Fragen zu beantworten. Frage Nummer eins ist, wer würde immer noch arbeiten, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Vielen Dank. Frage Nummer zwei ist, wer würde etwas anderes arbeiten? Gar nicht so viele. Und Frage Nummer drei ist, wenn wir uns jemals entscheiden müssten zwischen Demokratie und Kapitalismus 1.0, so wie wir ihn kennen, wer würde sich für Demokratie entscheiden? Nein. Also, ich denke tatsächlich, wir stehen an einem Scheideweg. Wir leben heutzutage in einem Big Data Zeitalter. Wir sagen, Daten sind das neue Öl. Und tatsächlich ist es so, dass heutzutage die wertvollsten Firmen nicht mehr Ölfirmen sind, sondern IT-Companies. Und das hört sich zunächst mal wie eine große Chance an, aber diese digitale Revolution ist auch der perfekte Sturm. Denn innerhalb von wenigen Jahren haben wir jetzt sehr viele neue Technologien gesehen. Das ist schon mal gut. Also Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Robotik, 3D-Druck, Virtual Reality, Blockchain, Quantum Computing und das ist noch längst nicht alles. Jede von diesen Technologien kann Businessmodelle und ganze Branchen durcheinanderwirbeln. Die Kombination dieser Technologien wird garantiert unsere Wirtschaftswelt und auch unsere politischen und sozialen Institutionen neu erfinden. Wir stehen vor der größten Umwälzung, die wir in unserem Leben erleben werden. Und oft werden zum Beispiel Airbnb gebracht und so weiter. Das ist noch nicht das Schockierendste, was passieren kann, dass jetzt plötzlich Firmen die meisten Übernachtungen verkaufen, die gar keine Hotels und keine Betten besitzen. Wir haben auch plötzlich Bitcoin und Blockchain-Währungen, die Banken in Angst und Schrecken versetzen. Wir haben 3D-Drucker, mit denen man ein ganzes Haus innerhalb von einem Tag für $10.000 ausdrucken kann. Das hört sich nun schon mal schockierender an. Dann haben wir plötzlich völlig neue Player im Bereich der Automobilindustrie. Ja, Google Self-Driving Cars zum Beispiel, Tesla Electrical Cars, Uber Transport as a Service. Und das wird nicht nur die Arbeitnehmer herausfordern, sondern auch die Unternehmen. Denn die Statistik sagt, 40% der heutigen Top 500 Unternehmen wird in 10 Jahren verschwunden sein. In jedem Fall, die digitale Revolution ist in vollem Gange. Die künstliche Intelligenz muss man natürlich in dem Zusammenhang erwähnen. Vor einigen Jahren sagte man noch, es dauert 20 bis 40 Jahre, bis wir Systeme haben, die intelligenter sind als Menschen. In jüngster Zeit sagt man, es wird vielleicht 5 Jahre, vielleicht 3 Jahre dauern, das Militär hat sowas schon. So, und seit vielen Jahren ist es so, dass Computer schon die besseren Schachspieler sind als die Weltmeister. Wir erwarten, dass selbstfahrende Fahrzeuge besser fahren werden als Menschen. Wir wissen, dass es Computersysteme gibt, die Fragen besser beantworten können als Menschen. Jedenfalls die Fragen, die schon eine Antwort haben. Und dann gibt es natürlich diese Roboter, die immer mehr zum Einsatz kommen, immer mehr können. Und wir müssen davon ausgehen, dass Roboter durch Roboter produziert werden in Zukunft und dass diese Roboter auch bessere Roboter werden produzieren und erfinden können. Das heißt, es wird eine Roboter-Evolution geben und damit eine andere intelligente Spezies neben uns, die aber sehr viel schneller sich entwickelt und lernt. Denn über eine Roboter-Wikipedia können wir sozusagen auf alles neu erworbene Wissen sofort zugreifen, was ein anderer Roboter zumindest aus derselben Serie oder aus derselben Firma gelernt hat. Ja? Von wegen 12 Jahre auf die Schule und dann nochmal 5 Jahre studieren und dann noch promovieren und dann noch irgendwie spezialisieren und so weiter und so fort. Also, das ist schon harte Konkurrenz. Stephen Hawking, der berühmteste Physiker unserer Zeit, leider vor kurzem gestorben, meinte noch bei einer seiner Warnungen,
Menschen, die durch die langsame biologische Evolution begrenzt sind, werden nicht mithalten können. Sie werden einfach ersetzt. Und auch Bill Gates und viele Größen aus der IT-Industrie wissen sehr wohl, was auf uns zukommt. Er sagte, I'm in the camp that is concerned about superintelligence. Und der Mitbegründer von Apple sagte, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ob wir am Ende leben werden wie Götter oder wie Haustiere oder Ameisen, die zertreten werden. Jürgen Schmidhuber, der künstliche Intelligenzpionier aus der Schweiz, meint, wir werden wie Katzen sein. Das meint übrigens auch die künstliche Intelligenz Sophia, falls Sie das mal im Internet gesehen haben. Die Frage ist also, was passiert mit unserer Arbeit? Diese Diskussion ist hochkontrovers. Die einen sagen, 50% der Jobs oder wenigstens Tätigkeiten werden wegfallen. Die anderen sagen, es werden genauso viele wieder entstehen. Keine Panik. Aber auf jeden Fall befinden wir uns mitten in einer Transformation. Es ist nicht die erste, die die Menschheit überstanden hat. Ja, wir haben natürlich die industrielle Revolution gehabt. Ungefähr 70% der Leute haben in der Landwirtschaft gearbeitet. Heutzutage sind es unter 5%. Dann die industrielle Revolution hat erstmal alles durcheinander gewirbelt. Es gab Hunger. Ja, lesen Sie nochmal die Weber. Es hat Generationen gebraucht, bis man sich davon wieder erholt hat. Dann kam die Service-Revolution und jetzt eben die digitale Revolution. Wenn man ins Geschichtsbuch schaut, dann stimmt es schon. Irgendwann wird wieder alles gut, aber es dauert Zeit. Und dazwischen gibt es ein riesiges Chaos. In der Regel nicht nur ein Zusammenbruch der Märkte und der Ökonomie, sondern auch letzten Endes Revolutionen und Kriege. Ja? Und diesmal müssen wir das besser hinkriegen. Das heißt, wir müssen handeln, bevor es weh tut. Und in einigen Ländern tut es schon weh. Ja? Wenn man sich anschaut, Länder wie Spanien, Italien, Griechenland und so weiter. Halt, gerade unter den jungen Leuten, die eigentlich mit digitalen Technologien besser umgehen können in der Regel, die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Und wir sehen in diesen Karten im Grunde genommen das Problem, dass sich die Lage bis auf die Schweiz, Deutschland, Niederlande doch sehr stark verschärft hat. Das heißt, es ist ein bisschen so, dass die Länder um uns herum versagen und wir sind die Letzten, die sozusagen noch im Boot über Wasser sind. Aber die Frage ist halt, wann bricht das Wasser auch bei uns ein? Ja? Und sind wir die Letzten, die den Wandel vollziehen? Roboter arbeiten natürlich kostenlos, ja, machen keinen Urlaub, beklagen sich nicht, werden nicht müde, wollen keine Sozialleistung und so weiter und so fort. Und in vielen Bereichen sind sie schon die besseren Arbeiter. Ja? Und werden vielleicht auch besser sein in Diagnose stellen. In manchen Fällen ist es schon so. Und jetzt werden diese Technologien in immer mehr Bereiche eindringen. Und zwar nicht nur die niederqualifizierten Bereiche, sondern es geht um Rechtsanwälte, es geht um Vorstandsdirektoren, es geht um Professoren, es geht um Politiker. Also ein ernstes soll 2020 in Neuseeland ein künstliches Intelligenzsystem, ein Kandidat für das Amtsprogramm, wie soll das sein? Ja? So, und da empfehle ich Ihnen ein Video, das ich jetzt nicht abspiele, weil sie wahrscheinlich die Akustik nicht gut genug ist, aber schauen Sie es einfach im Internet an. Stichwort Jeremy Howard, sein TED-Talk über Learning Computers. Und was er im Grunde genommen sagt, 80% der Tätigkeiten in diesen blau angezeichneten Ländern sind Servicetätigkeiten. Und diese Servicetätigkeiten, das heißt Lesen, Schreiben, Sprechen, Muster erkennen, ja, Formulare ausfüllen und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die jetzt künstliche Intelligenzsysteme lernen. Das heißt, es geht nicht nur um Arbeiten in der Fabrik, es geht auch um Administration, um alles andere. Und er schließt seinen Talk damit ab, dass er sagt, ja, das sind natürlich alles wunderbare Entwicklungen, aber wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir unsere Gesellschaft umbauen. Und das hat auch Barack Obama damals noch gesagt. Ja, in Zeiten von künstlicher Intelligenz brauchen wir eine Neuorganisation unserer Gesellschaft.
Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie viel Arbeitslosigkeit wir hier haben werden in Zukunft. Ja. Es kann auch nicht das Ziel sein, dass in der Schweiz irgendwie alle vollbeschäftigt sind und YouTuber sind und um uns herum in Europa hat keiner mehr Arbeit und wir machen die ganze Arbeit für den Rest der Welt. Ja. Ich meine, davon haben wir auch nichts. Ich kann nur sagen, David Brecht, der Philosoph, er hat es mal provokativ so formuliert, uns droht die Massenarbeitslosigkeit. Und damit erfüllt sich ein Menschheitstraum. Denn jetzt werden uns Maschinen die Tätigkeiten abnehmen, die wir eigentlich nicht wirklich tun wollen. Ich will das jetzt nicht weiter diskutieren. So, und im Grunde genommen ist es aber so, was man mit Sicherheit sagen kann, wir stehen vor einem riesigen Strukturwandel. Und zwar nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern auch, weil wir die nachhaltige Wirtschaft bauen müssen. Denn wir überbeanspruchen die Ressourcen und deswegen gibt es jetzt auch diese UN-Agenda 2030. Die Welt steht vor riesigen Herausforderungen. Die Prognosen sagen eigentlich Wirtschafts- und Bevölkerungskollaps voraus. Und deswegen müssen wir uns als Gesellschaft ohnehin umorganisieren. Das heutige System ist nicht mehr gut genug, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. So, in diesem Zusammenhang wird jetzt viel diskutiert. Natürlich auch über Ungleichheit. Wir wissen, dass heutzutage 8 Menschen so viel sitzen wie die ärmste Hälfte der Menschheit. Das sind also unglaubliche Ungleichheiten, die wir haben. Nicht, dass Sie denken, ich gönne den Milliardären ihre Milliarden nicht. Die sollen sie ruhig haben. Aber das Problem ist, das System ist aus der Balance. Und zwar ist die Ungleichheit viel größer, als die Leute das erwarten und noch viel größer, als es sein sollte. Wir haben heutzutage etwas, was man Trickle-Down-Economics nennt. Das heißt, das Geld, was oben von den Zentralbanken erzeugt wird, das sollte irgendwann bei uns auf dem Konto unten ankommen. Das funktioniert in der Schweiz noch ganz vernünftig, aber in vielen Ländern eben nicht. Und wir haben ein System, wo wir die Wirtschaft, also den Kapitalismus 1.0, wie ich das oft sage, von heute dadurch künstlich am Leben gehalten wird seit der Finanzkrise 2007 und 2008, indem man regelmäßig 60 bis 80 Milliarden neues Geld erfindet und einspeist. Ja? So, und das Geld wird aber oben eingespeist. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, es wäre viel besser, wir würden das unten einspeisen. Ja? Zum Beispiel Robert Reich war in der amerikanischen Politik sehr wichtig, meinte, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann hätten wir 3 Probleme gelöst, was den Arbeitnehmern, den Politikern und den Unternehmern hilft. Die Unternehmer könnten sich sicher sein, der Absatz bricht nicht ein, sie können ihre Produkte verkaufen. Die Arbeitnehmer könnten sich sicher sein, sie kommen durch diesen Strukturwandel heil durch, sie können sich umorientieren und neu erfinden. Und die Politik würde davon profitieren, dass nicht eine riesige Unsicherheit im politischen System entstünde, die oft zu Populismus und noch zerstörerischeren Entwicklungen führt, eben zu den Revolutionen und Kriegen oft. Wenn Sie nun das Geld tatsächlich unten einspeisen, und zwar so viel, dass es auf jeden Fall ausgegeben wird jeden Monat, dann ist das kein Verlust, denn das geht ja direkt an die Unternehmen. Ja? Das ist also nicht so, dass es quasi jetzt mehr kostet oder teuer ist, sondern es ist einfach ökonomisch sinnvoll, wenn man das anders einspeist, das Geld, als wir das heutzutage tun. Nun hat das Grundeinkommen allerdings einen Nachteil. Es ist im Grunde genommen ein flaches Instrument. Es ist sicherlich besser als Hartz IV, insofern als es, glaube ich, mehr im Sinne der Menschenwürde ist und andere Dinge auch berücksichtigt. Es gibt ja im Moment große Diskussionen in Deutschland darum. Aber es gibt den Leistungsanreiz nicht. Und der war natürlich schon immer wichtig dafür, dass unsere Wirtschaft gut funktioniert hat und die Gesellschaft davon profitiert hat. Und deswegen möchte ich hier ein anderes Instrument, das man ergänzend einsetzen kann oder auch stattdessen Ihnen vorstellen, was Sie Investmentprämie nennen. Das wäre eine andere Art von Geld, die Sie alle auf Ihr Konto bekommen würden,
das aber nicht für ihren Konsum wäre, sondern dafür, dass sie das an Leute geben mit großartigen Ideen und Initiativen und Projekten, die sich einsetzen für die Umwelt, für soziale Fragen, für die Nachbarschaft. Also das wäre so etwas wie Crowdfunding für alle, mit denen wir die besten Ideen zur Entfaltung bringen können. Das ist im Grunde genommen der Ansatz, den ich vorschlage. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Wir müssen viel erfinderischer werden, damit wir diesen Strukturwandel in den 15, 20, 30 Jahren schaffen. Das ist eine extrem kurze Zeit. Es ist tatsächlich so, die meisten Erfindungen sind noch nicht gemacht worden, aber das heutige System erlaubt es uns nicht, das notwendige Tempo zu entwickeln. Deswegen dieser Vorschlag mit der Investmentprämie. Anderer Vorschlag sind die Olympiaden. Wir stehen in der Welt tatsächlich vor existenziellen Problemen. Wir haben zwei Ansätze: Nationen, globale Kooperationen. Beide haben versucht, diesen Strukturwandel voranzubringen. Beide haben es nicht in der gebotenen Zeit geschafft. Deswegen ein dritter ergänzender Vorschlag, die Städteolympiade. Verwandeln Sie Städte in Innovationsmotoren. Wir könnten alle paar Jahre in einen Wettbewerb der Städte treten, wo alle Stakeholders und auch die Zivilgesellschaft sich daran beteiligt, neue Lösungen zu finden für die Probleme der Welt. Also Klimawandel, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Krisenfestigkeit, Frieden, diese Dinge eben. Und die Lösungen davon, die sollten Open Source und Creative Commons sein. Das heißt, all das, was dort erfunden wird, kann jeder nehmen, ein Service oder ein Produkt daraus entwickeln, kann es weiterentwickeln, KMUs, Spin-offs, Individuen, NGOs. Städte können sich vernetzen, ihre eigenen Plattformen entwickeln über die Jahre hinweg. Also es wäre ein unglaublicher Innovationsschub, an dem alle beteiligt werden und von dem auch alle profitieren würden. Und tatsächlich, wenn wir eine digitale Ökonomie des Überflusses erzeugen wollen, dann dürfen wir nicht zu viel in Silicon Valley schauen. Eigentlich mehr, um zu sehen, was wir nicht machen dürfen, denn es käme 15 Jahre zu spät. Ja? Das ist eben der Punkt. Und wir sehen, in Europa ist praktisch nichts los, was die Digitalisierung angeht. Wir können da einfach nicht mithalten mit USA und China. Und das liegt an dieser exponentiellen Entwicklung. Das heißt, wenn wir jetzt mit Zeitverzögerung das gleiche Tempo auf die Straße bekommen würden, die gleiche Beschleunigung, würde der Abstand immer noch größer werden. Wir hätten also das Gefühl, wir kommen voran, tun wir auch, aber vergleichsweise würden wir zurückfallen. Ja? Und die einzige Chance, um hier aufzuschließen, ist das Prinzip der kombinatorischen Innovation. Das bedeutet aber, man muss sich mehr öffnen, es braucht mehr Interoperabilität, es braucht mehr Kooperation, es braucht mehr V-Sync. Ja? Und das heißt, das Kleingärtchen-Denken, jeder gegen jeden, das muss man abschaffen. In der digitalen Welt können wir tatsächlich größere Torten backen, im Unterschied also zur materiellen Welt, wo die Ressourcen begrenzt sind, wir uns immer um diese begrenzten Ressourcen schlagen, und können wir hier mehr Wert schaffen. Das ist der Punkt, weil Information eigentlich nicht materielles Gut ist, weitgehend. So, wie können wir diese neue wunderbare Ökonomie zum Blühen bringen, die uns allen nützt? Neben die alte Ökonomie, die Geld macht mit Großproduktion, Economies of Scales und Rationalisierung, tritt eine neue digitale, informationsbasierte Ökonomie basierend auf Co-Kreation. Information teilen, produziert Wert. Und das heißt, wir müssen ein Informations- und Innovationsökosystem bauen, in dem wir uns alle vernetzen und voneinander profitieren und zusammenarbeiten und auch mal was hergeben. Ja? Teilen Sie ruhig Daten und Algorithmen nach 2 Jahren. Wenn das alle machen würden, würden wir alle sehr viel schneller lernen und vorankommen. Ja, und ich glaube, damit tatsächlich diese neuen Jobs entstehen können, von denen wir trauen, wir wollen ja nicht alle YouTuber werden, wie Schmidhuber immer sagt, dann brauchen wir tatsächlich auch Zugang zu diesem Rohstoff des neuen Zeitalters, das sind Daten. Das heißt Daten für alle, die uns befähigen,
nicht nur bessere Entscheidungen zu treffen, sondern eben auch bessere Produkte und Services zu entwickeln. Davon wird die Wirtschaft profitieren, davon werden die Städte und unser Land profitieren und die ganze Welt. Das Schöne an der kombinatorischen Innovation ist eben, es ist ein nicht exklusiver Ansatz. Ja? Wenn wir uns alle in diese neue Denk- und Arbeitsrichtung engagieren, dann können eben alle profitieren, auch weltweit. Und das heißt wirklich, was jetzt ansteht, ist, dieses neue Innovationsökosystem zu bauen. Und dann müssen wir diese Nachhaltigkeitsproblematik in den Griff bekommen. Ich hatte Ihnen das ja schon gesagt, das ist eigentlich das größte Problem. Das können wir jetzt durch Kombination des Internets der Dinge, mit denen wir die Auswirkungen unseres Handels auf die Umwelt und auf andere messen, und Blockchain-Technologie, mit der wir dann diese Externalitäten bewerten und Anreize schaffen, und zwar in vielerlei Dimensionen. Anreize auch für umweltfreundliche Produktion, damit könnte man Geld verdienen. Anreize für Recycling, Wiederverwertung von Ressourcen, also neue Kräfte in den Märkten erzeugen, die hinwirken auf eine Kreislaufwirtschaft und auf eine Sharing Economy. Und das heißt, wir stehen jetzt tatsächlich vor einer fundamentalen Transformation der Gesellschaft, wenn alles gut geht, wird ein schöner Schmetterling draus, ja, also alles bestens, aber es wird schon ein bisschen anstrengend werden. Die digitale Transformation, die ökologische Transformation und eine ökonomische Transformation. Es beginnt also ein neues Spiel, kann man sagen. Dieses Monopoly, das wir heutzutage spielen, das wird nicht mehr funktionieren für alles, sondern wir müssen das sozusagen verwandeln in ein Soziopolis, würde ich sagen. Und Sie sollten jetzt tatsächlich ein Game Changer werden, damit es gut ausgeht und damit der Zug vor dieser Weiche nicht entgleist. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich hier noch eine kleine Anekdote erzählen. Sie kennen vielleicht Black Mirror, diese Sendung bei Netflix über die Implikationen von Digitalisierung, neuer Technologie und so weiter und so fort. Und da gab es eine Folge über die Liebe in der Zukunft. Und zwar war die quasi auch von einem Algorithmus gesteuert. Das heißt, wer jetzt mit wem datet und wie lang. Und dann werden auch Daten natürlich erhoben, um zu lernen, wer zu wem passt und so weiter und so fort. Aber am Ende stellt sich heraus, dass es eigentlich eine große Qual war und dass die Leute, die da zusammengebracht wurden von dem Algorithmus, eigentlich gar nicht sich geliebt haben. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo die Leute quasi aufgestanden sind und sich nicht mehr an das gehalten haben, was der Algorithmus gemacht hat. Und das war im Grunde genommen das Ziel dieses Algorithmus. Ja? Das heißt, das ist wirklich der Punkt. Sie müssen irgendwann den Mut fassen, unser System zu verändern und zu verbessern. Das wird niemand anders für Sie machen. Wir alle müssen das gemeinsam machen. Wir müssen den Mut fassen, tatsächlich auch das heutige System irgendwann hinter uns zu lassen, damit es in Zukunft besser wird. Diesen Appell lassen wir als Schlusswort so stehen.